Einen wundervollen guten Tag, ihr Couches, zum nächsten Culling TT Special. Dabei sind dieselben wie aus den Culling TT Battles. Und wir haben diesmal als Special, dass wir uns alle umbenannt haben. Und zwar zu irgendwelchen historischen oder erfundenen Personen aus der, die es halt so gibt. Also entweder aus der Geschichte oder aus Comics. Ich bin Muhammad Ali. Das heißt, ich darf nur mit Knuckles kämpfen. Bevor jetzt einer sagt, ja, Muhammad Ali wird ja wohl nicht mit Knuckles kämpfen. Vollkommen richtig. Aber leider gibt es keine Boxhandschuhe. Und da kommen dann doch die Knuckles am nächsten. Auch wenn das so gesehen in einem Boxkampf natürlich unfair wäre, aber... ja. Ich denke, Knuckles kann man durchgehen lassen, meiner Meinung nach. Zwei andere Namen weiß ich schon, weil wir hatten eben eine Runde gestartet. Da hatte dann leider Dalu sein, hatte Dalu ein DC bzw. das Spiel abgestürzt. Nehmen wir nicht mit. Theoretisch dürfte ich damit kämpfen, aber das machen wir nicht. Also wir dürfen theoretisch, solange bis wir was Anständiges gefunden haben, dürften wir auch mit irgendwas kämpfen, was so gesehen nicht dafür entspricht. Aber ja. Ich möchte tatsächlich gucken, dass wir mit Knuckles kämpfen. Mal die Spritze in die Hand nehmen, weil wenn ich kämpfen müsste, dann baue ich zumindest meine Fäuste her. Bin mal gespannt, ob sich vielleicht zwei sogar gleich genannt haben. Weil wir haben es nicht abgesprochen oder so. Sondern, ja, wir haben einfach gesagt, also wir sind erst in die Lobby gejoint. Dann haben wir uns umbenannt, weil dann sieht man das ja nicht. Und dann haben wir die Runde gestartet. So, wer hat wen getötet? Fred Feuerstein und Edward mit den Scherenhänden haben Calvin Klein und Van Helsing. Mit was kämpft bitte Calvin Klein? Das Lustige ist natürlich, man weiß jetzt auch nicht, wer tot ist. Ich versuche jetzt auch mal nicht aufs TS zu gucken. Damit ich das einfach danach in den Folgen... Und ich will es jetzt euch nicht verraten. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall bei den anderen schauen. Also Fred Feuerstein und Edward mit den Scherenhänden. Fred Feuerstein würde ich sagen mit einer Axt. Ist ja eigentlich kein Charakter, der kämpft. Von daher ist das irgendwie ein bisschen schwer, meiner Meinung nach, den zu benutzen. Aber gut. Ist ja jetzt auch nichts Wildes. Sollte ja nur in etwa in der Rolle sein. Ich habe natürlich entsprechend die Knuckles als Airdrop drin. Verkaufen wir das auch noch. Da haben wir Robin Hood oder so. Ach komm schon, nein. Wir haben Robin Hood dabei. Ich hatte kurz überlegt, ob ich aus meiner Abneigung gegenüber Pfeil und Bogen Robin Hood nehmen soll, so als, normalerweise kämpfe ich damit nicht jetzt und jetzt nenne ich mich so. Und dann dachte ich mir, nee, ich habe weiterhin keinen Bock auf Pfeil und Bogen. Hier kämpfen zwei. Es ärgert mich, dass ich hätte jetzt genug für meinen Airdrop. Ich brauche zumindest meinen Airdrop, weil meine Knuckles brauche ich schon. Und da ich jetzt so ein Pech hatte und in den Häusern keine Knuckles gefunden habe, sonst hat man immer Knuckles in den Häusern. Eben in dem, als wir abbrechen mussten, hatte ich instant Knuckles. Also wirklich instant. Ich hatte sofort Knuckles in meinem Schrank. Ja, und jetzt finde ich halt leider keine. Der hier ist ein bisschen zu nah dran.
eine rote Kiste, oder? Ja. Also ich hoffe mal, dass die Person, die mich eben mit Pfeil und Bogen beschossen hat, halbwegs in ihrer Rolle geblieben ist mit Pfeil und Bogen. Dass das eine Rolle ist, die Pfeil und Bogen benutzen darf. Und nicht so, oh ja, jetzt habe ich am Anfang noch nichts besucht, dann benutze ich halt Pfeil und Bogen. Und das mache ich halt nicht. Ich will wirklich nur mit Knuckles kämpfen. So, da, den Airdrop da nehmen wir. Den Airdrop hier nehmen wir. Hier übrigens nochmal die Perks. Submission und Knuckle-Ding. Einfach, das ist ja das, was ich am meisten brauche. Leg Day habe ich natürlich drin gelassen, weil... Naja, Leg Day sollte man schon irgendwie haben. Muscle Man ist auch super. Muscle Man passt auch perfekt zur Rolle. It's time to play Three Crate Monty. We just added three crates to the center arena. Only one crate has an item in it. The other two will explode in your face. Choose carefully and bring a med pack. That's Three Crate Monty. Good luck. Hier ist direkt einer. Wenn er meinen Airdrop abschießt, wird er nicht besonders glücklich. Er findet da drin nichts. Your opponent just threw something and killed someone else. Ich meine, ich habe sowieso mit Knuckles nicht die Riesenchance. Aber... Komm, lass mir wenigstens meinen Airdrop. Wir wollen doch Spaß haben. Natürlich treffe ich halt auf Robin Hood. Stimmt, Liquid. Bam, Robin Hood ist tot. Hatte ich natürlich in dem Fall jetzt sogar einen lösbaren Gegner. Muss man mal gestehen. Also ich denke, jemand anderes, der jetzt mit einer richtigen... Also er hat vor allem, er hat mega gut in seiner Rolle gespielt. Er hat nicht groß gekämpft, also mit irgendwas anderem. Robin Hood hätte ich noch mit Messer gespielt. Also irgendwas Dolchartiges, also ein gecraftetes Knife oder irgendwas in die Richtung, dass man... ja, weil Robin Hood hat ja auch im Nahkampf durchaus was gemacht. Also war natürlich der Bogen, war ein Bogenschütze, der ja auch im Nahkampf den Bogen benutzt hat. Also ist ja natürlich eine fiktionale Figur, aber und ja, aber hat da, wie gesagt, hat mit Messer gekämpft. Mit Messer hätte ich auch noch okay gefunden, aber es ist einfach Schicksal, dass ich eben auf Robin Hood treffe. Ich, der jedes Mal über Bogen weint, trifft jetzt auf Robin Hood. Also Bowie Knife zum Beispiel hätte ich vollkommen akzeptiert bei Robin Hood. Ein Messer, finde ich, passt gut dazu. Aber Hauptwaffe natürlich Bogen. Ohne Frage. Ja, ich hatte natürlich jetzt echt Glück, dass ich an meinen Airdrop noch gekommen bin. Ohne Airdrop, also komplett ohne meine Waffen, wäre wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. So. Ich würde jetzt gerne nochmal nach einer blauen gucken. Ich hätte gerne nochmal eine Spritze einfach. Ja, das ist jetzt mein Ziel, einfach gerade entweder einen zu finden, weil ich werde auf jeden Fall drauf gehen. Ich spiele hier jetzt auf gar keinen Fall auf Sieg. Also weit kommt es noch. Ich will jetzt einfach, ich will die Fäuste fliegen lassen hier. Da ist einer. Brauch Ausdauer. Wen haben wir da? Das ist aber nicht Robin Hood nochmal, oder? Haben wir zweimal Robin Hood?
Nein, Lara Croft haben wir hier. Ich glaube, Saxe wollte Lara Croft nehmen. Hallo? Einfach mal blocken. So. Wir haben Lara Croft getötet. Also wenn das aber nicht Schicksal ist, dass ich auf Lara Croft und auf Robin Hood treffe. Brauche ich nicht. Soll auch kein anderer haben. Soll kein anderer haben. Nur mit Ali kämpft mit seinen Fäusten. Und nichts anderes. Schade. Wir gehen mal eben zur Tankstelle. Wer lebt jetzt noch? Das ist halt echt lustig. Ich habe keine Ahnung, wer hinter den Personen steckt. Edward, Fred Feuerstein, Jack the Ripper, Muhammad Ali, Alexander, Anders und Leatherface. Alexander. Anders, Alexander. Fred Feuerstein hat einen Kill gemacht, glaube ich. Nee, Fred Feuerstein ist gestorben. So. Ich bin gerade eigentlich nur auf der Jagd nach blauen, also nach den Holo-Dingern. Wo bitte eine Spritze drin sein soll. Ne, ein Speer. Brauchen wir nicht. Body Armor? Ja doch, Body Armor würde ich. Ich habe gerade überlegt, wenn ich Body Armor finde, ob ich wo Body Armor anziehen würde. Aber doch, Body Armor würde ich anziehen. Man passt jetzt nicht unbedingt zum Boxkampf, aber das ist ja was. Ich denke, das kann man machen. So, ich werde jetzt eben FPS gucken. Und dann schauen wir mal. Die Map wird sowieso jetzt bald kleiner. Das heißt, die Dinger in der Mitte dürften dann auch gleich hochploppen. Ja, Fred Feuerstein bin ich gespannt. Fred Feuerstein würde ich sagen mit Äxten. Edward mit den Scherenhänden? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, wer Edward mit den Scherenhänden ist, aber Messer? Ist eigentlich das Einzige, was so richtig dazu passt, oder? Mantracker passt auf jeden Fall auch zu ihm, zu Ali, weil er hat ein Gespür dafür, wo seine Gegner sind. Ja, irgendwo da hinten noch. Bisschen schade, dass ich keine vernünftige blaue finde, sondern nur blaue mit Waffen. Stamina Shot, okay. Spritzen ist natürlich. Ich muss gestehen, hatte. Nee, Ali war glaube ich, ein sauberer Boxer. Ich glaube nicht, dass es da jemals irgendwelche Doping-Geschichten gab um Ali. Also eigentlich wären Spritzen ein bisschen out of roll, aber ich denke mal, Spritzen gehen auch vollkommen klar. Gerade Muscle Man fand ich extrem passend. So, ja, die Muskeln noch schön aufgepumpt von ihm. Jetzt nicht im Negativen, sondern halt wirklich so. Ja, ist halt einfach stark. So, wir gucken mal, was es in der Mitte gibt. Pump Station könnte der nächste sein. Das ist nochmal eine andere Mitte. Joseph Runs. Oder baut die Mitte sich hier noch auf? Das kann natürlich sein, dass die Mitte sich hier noch auf. Nee, aber nee, die sieht anders aus. Das hier brauche ich. Damit kann ich doch was anfangen.
Oh mein Gott. Okay. Dalu, du Arsch. Oh nein. Und ich bin dagegen, bin ich jetzt zwar nicht so richtig gut gerüstet gegen eine Chainsaw. Eine Chainsaw. Ich dachte, die wäre nicht an, war das Problem gerade. Alter, warum ging der Schlag nicht durch? Alter Verwalter. Ist das hart. Okay. Aber da habe ich natürlich jetzt auch komplett das Falsche gegen. Also, da bin ich. Da hätte zum Beispiel jetzt Robin Hood oder Lara Croft hätten ihn wahrscheinlich mega einfach gemacht. Aber als Muhammad Ali ist das Ganze ein wenig schwer im Nahkampf. Hier liegen noch keine Stöcke, ey. Ja, leider ist halt mein Muscleman jetzt ausgelaufen, mein Orange Juice jetzt ausgelaufen. Aber da kann man nichts machen. Alter. Aber die Idee passt zu Dalu. Die Idee passt einfach mega gut. Wer legt eigentlich sonst noch Jack the Ripper? Müsste ja eigentlich auch Messer oder so nehmen, glaube ich. Ich habe halt leider alleine gegen die Kettensäge so gar keine Chance. Ich muss auf Dalu gehen. Tut mir leid, aber... Gegen Jack the Ripper habe ich im Zweifelsfall noch eine Chance. Gegen... die Lederhaut. Alter. Alter, lass das. Nein, jetzt mich tot. Leute, das war eine mega witzige Runde. Schaut bei den anderen vorbei. Ich weiß nicht, wer war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war übrigens Fisk. Haut rein. Tschüss.